Also die Lernlandschaften sind im Prinzip große Räume, wo jeder Schüler einen eigenen Arbeitsplatz hat. Von der Lernlandschaft ab gehen die Inputräume, sind die Klassenräume, so wie man sie eigentlich kennt, wo auch der normale Unterricht so stattfindet, wie man ihn auch im Prinzip im Großen und Ganzen kennt. Und dann gibt es aber eben auch Lernlandschaftszeiten, wo die Schülerinnen und Schüler an ihrem Arbeitsplatz selber wählen können, für welches Fach sie gerade arbeiten, teilweise eben auch wählen können, was für eine Aufgabenstellung sie machen. Da gibt es verschiedene Methoden, die wir haben, Lernjobs, wo die Schüler selbstständig sich ein Thema erarbeiten. Es gibt in den Lernlandschaften auch sogenannte Lernkojen. Das sind kleine Gruppenarbeitsräume, die sind schallgeschützt. Dort können Kleingruppen dann eben auch arbeiten. Und wir haben auch weitere Orte geschaffen in den Lernlandschaften, wo Kleingruppenarbeit stattfinden kann. Wichtig ist, dass alles in einer Flüsteratmosphäre stattfindet, sodass die Schülerinnen und Schüler sich gut konzentrieren können beim Arbeiten, die für sich arbeiten möchten. Und die anderen Schülerinnen und Schüler, die müssen eben lernen, gegenseitig Rücksicht zu nehmen. An den Lernlandschaften ist gut, dass wir halt unseren eigenen Arbeitsbereich haben und dass wir den auch so gestalten können, wie wir wollen. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, seine Aufgaben selbst zu bestimmen, nicht immer die Aufgaben vom Lehrer zu bekommen, die man machen muss, weil dann kann man auch mehr machen. Ich arbeite an meinem LL-Platz, also ich habe einen eigenen Platz. Und man kann sich da besser konzentrieren, man hat alle seine Sachen dabei. Ja, man kann sich aussuchen, was man in der LL-Zeit machen kann. Zum Beispiel Deutschaufgaben, Matheaufgaben oder sonstiges. Also wir machen gerade im Deutschunterricht das Thema Zeitform. Die Schüler kennen schon verschiedene Zeitformen und vertiefen das jetzt, indem sie verschiedene Wahlaufgaben bearbeiten. Die durften sich aussuchen, ob sie alleine arbeiten, zu zweit oder in einer kleinen Gruppe. Und ich habe denen verschiedene Möglichkeiten angeboten, ob sie ein Video drehen, ob sie einen Comic zeichnen, ob sie einen Rap auswendig lernen, ein Spiel erstellen. Da gab es verschiedene Möglichkeiten, aus denen die wählen konnten. Und die arbeiten die jetzt selbstständig sozusagen in der Lernlandschaft dann ab. Was auch wieder zeigt, dass das denen zugutekommt und dass nicht jeder das Gleiche braucht und haben möchte, sondern dass jeder eben auch individuell sich in einer anderen Sozialform wohlfühlt oder mit einer anderen Aufgabe. Ich habe ganz stille Schüler, die am liebsten für sich arbeiten. Das konnten sie an ihrem Lernlandschaftsplatz machen. Dann habe ich jemanden in der Klasse, Diego, der zeichnet unheimlich gerne. Der hat sich natürlich sofort auf das Comic gestürzt und macht da jetzt ein Zeitform-Comic. Andere arbeiten lieber mit ihren Freunden zusammen, das ging auch. Die drehen dann ein Video oder die machen eine Fotostory. Und es ist auch so, dass diese Aufgaben natürlich vom Niveau dann differenziert sind, schon in sich. Zum Beispiel ein Auswendiglernen eines Raps hat einen anderen kognitiven Anspruch, als sich selber ein Drehbuch zu schreiben für ein Video. Wir machen gerade einen Film, in dem wir eine Schule darstellen. Also, wir haben ein Plakat gemacht und Schüler ausgeschnitten und also mit denen wir dann beschreiben, was die machen werden vor den Sommer, also in den Sommerferien und nach der Schule, nach den Sommerferien. Die Vorteile daran waren, dass wir uns unsere Aufgabe aussuchen konnten, dass wir halt wirklich das machen können, woran wir Spaß haben, anstatt dass wir jetzt zum Beispiel eine Aufgabe kriegen, woran wir keinen Spaß haben und dann wollen wir die einfach eigentlich nur schnell fertig haben und machen die nicht so genau als wie eine Aufgabe, die wir uns aussuchen konnten. Dieser Unterricht gefällt mir eigentlich generell sehr gut. Hab Spaß dran. Wo ich das von meiner Schwester alles gehört habe, wollte ich einfach nur unbedingt hier hin, weil ich es beeindruckend fand. Besondere Freude ist es, wenn man dann sieht, dass Schülerinnen und Schüler, die sonst vielleicht nicht so viel Lust auf Schule haben, wenn die denn in der Lernlandschaft sind und selbstständig arbeiten, Lust darauf haben, Freude dabei haben und auch Erfolge haben, die sie sonst vielleicht nicht so hätten, als wenn sie jetzt alle die gleiche Aufgabe machen müssten. Das ist schon richtig schön zu sehen.